So, willkommen zurück zu Homefront the Revolution, einer weiteren Folge. Ich werde den Nordstern verzeihen, dass sie unsere Stadt zerstört haben. Ich bin ein bisschen raus, ich hatte wieder eine Aufnahmepause und hatte so viele andere Videos nebenbei noch zu schneiden und hochzuladen. Es läuft ja momentan das Wimmelbildspiel Beyond Two Souls und jetzt ist sogar neu angelaufen The Order. Und ich muss erstmal wieder ein bisschen wieder reinkommen. So. Ich glaube, ja. Was aktiviere das Wartungssystem? Ich wollte mal auf die Karte nochmal. Nein, ich will nicht die Mission lesen, sondern ich wollte mal auf die Karte geschaut haben. Wir waren im Bereich, wir wollten hier die Bezirke clearen. Da werde ich mich mal hinbegeben. Ist hier ein Moped in der Nähe? Hier ist ein Moped in der Nähe. Das markiere ich mir mal eben. Und dann, wie kam ich denn. Ah, das Problem hatte ich letztens schon. Ja. Ich muss mal eben hier Taschenlampe aktivieren, damit ich auch was sehe. Es ist sehr dunkel. Alter, was? Was war das? Was war das? Wie kann ich denn meine. Ah, so. Ich bin ein bisschen raus. Man merkt's. Glaube ich nicht. Nein, ich will. Nein, ich wollte Taschenlampe nochmal aktivieren. Gehört der. Was macht der da? Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr merkwürdig. So, und heute wird es, glaube ich, eine sehr lange Aufnahmesession, weil ich will ein bisschen im Voraus produzieren. Das heißt, ich werde hier ein paar Stündchen sitzen und mich mit Homefront begnügen. Da ist das Moped, was ich doch direkt erstmal mitnehmen werde. Jawohl. Jetzt muss ich natürlich erstmal. Oh, das Panzer. Oh. Ich bin ein ganz toller Motorradfahrer, man merkt es wahrscheinlich gerade. Yeah, yuppie! Schwein! Uah! Schwein! Alter! Ich sollte das Motorradfahren doch noch mal ein bisschen üben. Da ist auf jeden Fall ein Schiffchen da, was ich glaube ich nicht treffen möchte. Alter! Uah! Hilfe! So, ich muss mal nochmal eben schnell. Ach, auf die Karte kann ich ja gar nicht gucken, ne? So, ich steig mal eben ab. Moment. Bleibt das. Nein, das Moped bleibt nicht stehen. Das ist ja auch sehr feierlich. So, wo müssen wir denn hin? Okay, geradeaus und dann links muss es sein. Wie durch Zauberhand. Stellt sich das Motorrad wieder auf. So, links. Vielleicht nicht da lang. Vielleicht eher hier lang. Gibt es denn bei dem Moped? Ah, gibt es auch Licht. Ah, cool. Dann müssen wir ein bisschen. Ein bisschen was sieht hier. Wow. Alter. War ich nicht. Ich hau ab. Da ist eine Drohne. Ich hau ab. Ich mach mir hier einen Weg hier lang. Da ist ein Sniper von uns. So. Das müsste, glaube ich, in die Richtung sein, wenn ich mich recht entsinne, laut Karte. So. Dies ist eine rote Zone. Oh, oh. Zivilisten ist der Zugriff zu jeder ich Zeit. Ich verdrück mich immer, weil ich in der letzten Zeit sehr viel No Man's Sky gespielt habe und auf No Man's Sky ist R3 Rennen und nicht L3. Deswegen vertue ich mich da immer. Es kann sein, dass es häufiger passiert, dass ich dann urplötzlich. Alter! Dass ich dann auf einmal urplötzlich. Messer. Das kann häufiger passieren. Alter, wie viele die auf einmal sind! Willst du mich verarschen? Gibt's doch gar nicht. Moment, du Sau! Nein, du sollst nicht. Alter, was machst du denn da? Nein! Wie heile ich mich denn nochmal? Ach, nach unten. Das gibt's doch nicht. Ich sollte hier abhauen. Hör auf nachzuladen. Uah, Alter! Das fängt ja schon gut an. Das fängt ja schon super an. Komme ich hier rein? Ich muss nicht schauen. Das gibt's doch nicht. Was schießen die denn da? Hört auf mich zu schießen, ich tue hier auch nichts.
Ach, da ist so ein scheiß Kackroboter. Ja, ich schmeiß erstmal Partner, natürlich. Okay, ich fange das nochmal von vorne an. Das war kein guter Start. Kritisch verletzt. Ja, das war nicht so rauschend, nicht so pralle. Das war ein bisschen doof, dass uns das Luftschiff gesehen hat. Na gut, jetzt ist wenigstens Tag. Jetzt kann ich, damit kann ich ein bisschen leben. So. Und ich muss auch mal hier irgendwie auf Granaten oder so wechseln. Können wir die bauen? Nein. Uns fehlen ja immer noch die Batterien. Ich mache mir, glaube ich, jetzt auch einen Wegpunkt auf der Karte, damit ich weiß, wo ich hinlaufen muss, weil sonst wäre das ein bisschen dämlich, da jetzt hier blind zu laufen. So. Dann gucken wir mal. Uah. Da ist schon wieder so ein Luftschiff. Ich verschwinde mal lieber. Und ist gerade sehr laggy, muss ich sagen. Oh, das ist sehr nett. Kann ich looten? Oh, wie geil. Oh, wir haben eine Batterie. Ich werde bekloppt. Erstmal bauen. Jawohl, jetzt haben wir schon mal einen Sprengsatz wieder. Und wir werden uns mal so langsam zu der Basis begeben. Boah, warte mal, ich muss, glaube ich, niesen. Warte. So, hoppala, Alter. Uah. Der kam aber mit Gewalt raus. Okay. Ihr wollt also, ja. Wir sind ja immer noch dabei, den Goliath-Panzer zu besorgen. Den wollen wir ja hacken, glaube ich. Soweit, wie ich das noch im Kopf habe. Ich hoffe, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ich finde das sogar, dass man in jedes einzelne Haus hier rein kann. Das ist so mega. Und da ist jemand, der könnte mich sehen. Das ist... Ah, ja, okay. Da stehen Fahrzeuge und Wachen. Mache ich meinen großen Bogen rum. Da flog gerade die Drohne. So. Und da oben sitzt ein Sniper drin. Ach, wie herrlich. Dann kann ich den ja mal besuchen gehen. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Komm, wir gehen ihn mal besuchen. Ja, der hat mich gesehen, ist mir egal. So. Ich glaube, das war die Monorail, die da gerade vorbeigerauscht ist. So, der Wegpunkt ist da hinten. Bin ich zu weit geworden? Nee, ne, oder? Guck mal hier, Jungs. Für euch. Oh. Ciao. Boah, ich komme gar nicht an die Base ran, weil hier immer die Action ist. Bin total auf der Flucht, wie Harrison Ford. Quasi. Kann man. Und da kommt schon wieder, das gibt's doch nicht. Da kommt schon wieder so ein dämliches Luftschiff. Übrigens das Lustschiff, ne? In einer Folge habe ich es ja das Lustschiff getauft. Die werde ich vielleicht auch demnächst brauchen, wenn es so weitergeht hier in diesem Spiel. Bleibt das Lustschiff denn jetzt hier stehen oder wie ist das? Oder? Hallo. Boah, wie geil das aussieht. Kann ich hier irgendwie hier drüber klettern vielleicht? Ja, ein bisschen sneaky in Deckung bleiben. Alter, hier ist... Oh Gott. Oh Gott. Hier fährt gerade eine folgende Mahnwache hier rum. Sollte in Deckung bleiben. Ich will unbedingt da oben in den kleinen Basisbereich. Hier spricht Charlie Alpha. In deiner Nähe befindet sich ein Sendeempfänger. Ihn zu sichern könnte uns dabei helfen, dieses Gebiet für den Widerstand zurückzuerobern. Auf jeden Fall. Da müssen wir, glaube ich, darüber irgendwie. Oder geht das durchs Haus? Ich bin mir nicht sicher. Wir schauen mal. Ne, ich glaube, hier kommen wir nicht lang. Kann ich hier noch irgendwas looten? Hier vielleicht? Ja. Toll, Schuhe. Schuhe unterm Sofa. Haben wir ja alle. Komme ich irgendwie ungesehen? Lalala. Ich
versuche mal mein Glück. Oh nein, ich muss das mit dem Motorrad machen. Ernsthaft? Ja, ich muss es mit dem Motorrad machen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal tatsächlich ein Motorrad suchen, was in der Nähe ist. Und ich sehe hier keins in der Nähe. Na, das ist natürlich supi. Das ist natürlich mega klasse. Übrigens, ein Radio fehlt uns nur noch. Und zwei Sniper und ein von diesen Nebenaktivitäten. Das heißt... Oh, hier ist ein Motorrad. Geil. Jawohl. Sehr nice. Dann probieren wir das mal. Ich hoffe, ich springe nicht zu weit. Hallo, ciao, Jungs. So. Tschüss, Jungs. Ich habe keine Zeit. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Ja, ist klar. So, dann gucken wir mal hier. Leckeres Besteck. Ja, Oh, so sieht übrigens meine Unterhose aus, wenn ich Horrorspiele spiele. Hallo. Was macht die? Ja, aber warum machst du dann hier nicht... Ich verstehe es nicht. Wieso muss ich das machen? Wenn die doch eh schon hier ist. Wie war denn das nochmal? Achso. Wenn man längere Zeit nicht gespielt hat, dann ist man ein bisschen raus. Sendempfänger in Holloway. Sehr schön. Gibt's jetzt, taucht jetzt hier das Radio auf, was wir noch brauchen? Ja, das letzte Radio. Das werden wir uns direkt holen. Gute Arbeit beim Erobern dieser KVA-Funkstation. Jawohl. Erstmal das Radio markieren. Jetzt, da wir die Aktivitäten der KVA überwachen können, sollten wir gewarnt werden, bevor sie uns angreifen. Aber Moment, ich will erstmal ein bisschen Muni sammeln. Und vielleicht ein paar Medipacks kaufen. Genau, 7. 7 ist ja Maximum, was wir mitnehmen können. Dann haben wir das wenigstens schon mal. So. Hier war das Klo. Hier ging es raus, genau. Das Buch. Ah ja, mein Motorrad ist dann mal eben zerstört worden. Da hinten in die Richtung ist das Motorrad. Achso, ich wollte übrigens mein Zielfernrohr wieder abändern. Auf diese Weitsicht. Das ist viel besser. Ich bin ja so ein Freund von so Fernkampfvisieren. So. Ich glaube, das Radio ist hier oben. Ja, da ist das Radio. Sehr geil. Lassen wir hier so. Kurz Manhattan Alpha hochleben. Wahr. Ihre Planung ist stets sorgfältig, aber dennoch. Das ist voll bescheuert, dass es immer weggeht und wieder hinkommt und wieder weggeht und wieder hinkommt. Das ist ein bisschen. Das habe ich ja in einigen Folgen schon gesagt. Das ist ein bisschen dämlich. Oh ja. Definitiv. Die nächste Base leer räumen. Monorail. Monorail. Da gab es doch mal so ein Lied für Monorail, oder? Ich meine, da gab es mal so einen Song. Der hieß Monorail. Monorail. Hallo Drohne. Tschüss Drohne. Ja. Aua. Da oben müssen wir hoch. Was für eine Ausdauer der Typ hat. Er kann unendlich ein alter Mann namens Hamish. Die Norks versuchten ihn zu beseitigen, aber seine Fallen hinderten sie daran. Geh dort hinein und sieh nach, ob wir etwas von dem, was er zurückgelassen hat, benutzen können. Seine Fallen hinderten ihn daran. Das klingt doch schon wieder sehr geil, denn ich glaube... wenn man nicht lang genug gedrückt hält, bekommt man nicht alle Ressourcen daraus. Das ist natürlich geil. Ich glaube, wir könnten hier in dem Haus erwarten, dass hier Fallen sind. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Deswegen sollten wir vielleicht vorsichtig voran. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendeine Falle, die aber, glaube ich, deaktiviert ist.
Hier ist einer, ne? Irgendwo ist hier. Hä? Wer hat mich denn gerade gesehen hier? Lecker. Ich nehme mal alles mit, ne? Damit wir mal... falls wir wieder irgendwie eine Bombe bauen können, sondern eine Granate. Aber irgendwie fehlen uns wieder Batterien. Aber hier ein... ja, Molotow können wir bauen, das ist immer gut. Dies ist eine rote Zone. Zivilisten ist der Zutritt zu jeder Zeit untersagt. Die Dinger sind so unnützlich, wenn man so selten Leute ablenkt. Huch, Alter! Wow. What the fuck? Ich hab's gerade noch selber gesagt und selber renne ich noch da rein. Wie krieg ich das denn jetzt abgeschaltet? Oder hätte man da gar nicht vielleicht rumlaufen können? Da durchlaufen? Wie komme ich denn jetzt daran vorbei? Kann ich da... oder so. Ne? Das, boah, Alter, aber was für eine Technik. Das ist ja krass. Also müssen wir aufpassen. So wie ich es schon gesagt hatte am Anfang. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Hier ist schon die nächste Falle. Kann ich die umgehen irgendwie? Kann ich die... weil ich sehe die Falle ja. Ich will da aber nicht drauf treten. Kann ich die so zerstören? Nein, das geht nicht. Hätte ja sein können. Oi, ich glaube, da wäre uns was entgegengekommen. Auch geil. Sexy. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Das sieht mir sehr verdächtig aus hier. Ich gehe mal hier lang. Okay, wir sind auf dem Dach. Mit einer hübschen Aussicht auf die Skyline. Und... was ist denn? Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Alter, schwebende Knicklichter finde ich voll geil. Möchte ich auch gern haben. Naja, gut. Können wir hier einfach durchmarschieren? Ja, doch, das geht, okay. Ich dachte irgendwie, vielleicht wäre da auch eine Falle. Hier ist ein Safe. Den können wir einfach aufmachen. Hamish House.